Wir haben darüber gesprochen, warum man fasten sollte, warum es angebracht ist, was die Gründe sind. Die Gründe sind viel zu viel Nahrung. Wir führen uns viel zu viel Nahrung zu. Ich lese jetzt nicht den Chat, Volker. Das bringt mich raus. Ich erzähle einfach, ja. Ich lade das dann auf YouTube hoch, weißt du? Um, ja, die Leute mal daran teilhaben zu lassen, okay? Um diese Erfahrung, die ich gemacht habe, mal mit euch zu teilen und euch ein paar Infos zu bringen. Also, ich habe darüber geredet, warum das so ist. Man ballert sich viel zu viel Essen rein, von morgens bis abends. Der Körper kommt nicht hinterher, das alles zu verarbeiten. Plus, das Essen ist schlecht. Diese ganze Industrienahrung, das Zeug aus dem Supermarkt, ist nicht gut. Voll mit Zusatzstoffen, voll mit Chemie, Konservierungsstoffen, Puff, Peng, hast du nicht gesehen. Das bumst den Darm noch zusätzlich. Der weiß gar nicht, was er mit dem ganzen Bullshit machen soll. Plus Atom 14.900. Für die 15.000 hat es nicht gereicht, oder was, Digga? Na, schön, dass du hier bist. Ja, Essen Beste. Bro, du glaubst nicht, wie ich mich jeden Tag... Ja, Kartoffelsuppe, das ist gut. Ist basisch. Basische Kartoffelsuppe ist ein basisches Gemüse, mein bester Volker, lass dich schmecken. Baller ich mir auch abends Kartoffelsuppe. Essen meine Kinder auch gerne. Was habe ich gesagt? Genau. Viel zu viel Essen. Rund um die Uhr, der Darm kommt nicht hinterher. Plus schlechtes Essen, zu viel Konservierungsstoffe, zu viel Bullshit, zu viel tierisches Eiweiß, zu viel Fleisch, schlechtes Fleisch, Eier, Milchprodukte, das Blut übersäuert. Um mal kurz einen Recap zu machen. Da habe ich, glaube ich, letztes Mal einen Cut gemacht, wo ich dann gesagt habe, der Körper kann das alles verarbeiten, der Körper kann eine Menge ab, habe ich gesagt, Junge, was ich mir alles reingepfiffen habe, ein Wunder, dass ich noch nicht im Rollstuhl sitze. Körper kann viel ab, aber über die Jahre macht es sich bemerkbar. Und ich habe euch gesagt, dass ich nach diesen 7 Tagen intensiv Fasten eine unglaubliche Veränderung bemerkt habe an mir selbst und mir gar nicht klar war, wie kaputt geballert, ich darf nicht fluchen, sonst kann ich hier keine Werbung fürs Video schalten, wie zerstört ich bin von diesem Essen und wie man sich, wie ich mich fühlen kann, wenn ich meinem Darm und meinem Körper mal die Möglichkeit gebe, sich zu beruhigen und sich anstatt dauernd diesen Bullshit zu verdauen, ihm mal die Möglichkeit gebe, sich mit den wichtigen Dingen zu beschäftigen. Ne? Nämlich den Körper zu säubern und zu reinigen und ihn zu reparieren. Dazu kommt er überhaupt nicht. So. Und in diesem Stream werde ich das fortführen. Da geht es darum, ich steige hier nochmal kurz ein, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Und dann geht es darum, was denn genau passiert, wenn man fastet. Was die Benefits vom Fasten sind so. Und dann komme ich dazu zum Ablauf, was genau ich getan habe, wie genau der Plan ist und wie es läuft. Und schildere euch dann nochmal meine Erfahrungen. Und ich hoffe, ihr könnt dann für euch was mitnehmen. Mir haben auch schon ein paar Leute geschrieben, die schön mit Möhren, Sellerie und Lauch, du sagst es, Volker, bester Mann. Was habt ihr verstanden? Mir haben auch schon ein paar Leute geschrieben, die gesagt haben, ey, ich ziehe jetzt auch dieses Fasten-Ding durch. Hab ich gesagt, Respekt. Vielen Leuten diesen Link geschickt zu dem Buch. Ein paar andere haben mich auch angeschrieben und gesagt, ah, ich mach das jetzt auch mal. Ich habe gesagt, okay, Bro, und was machst du genau? Ja, ich mach das einfach irgendwie. Ich kann euch nur sagen, macht es nicht irgendwie. Wenn ihr es macht, dann macht es richtig. Weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr damit keinen Erfolg haben werdet. Ja? Wenn man einfach irgendwie irgendwas macht, man braucht einen Plan, an dem man sich hält.
mit dem Internet, Junge, ist mich verarschen. Man braucht irgendeinen Plan, an dem man sich hält, so, an dem man sich orientieren kann. Ne? Weil es ist ja auch keine einfache Sache. Obwohl dieses Programm eigentlich eine einfache Sache ist. Wie gesagt, ich hatte nicht einmal irgendwie das Bedürfnis, jetzt zu Burger King zu fahren oder so. Ich habe von Essen geträumt, aber es hat sich alles in Grenzen gehalten. Diese Filme. Sekunde mal. Naja, was auch immer. Ja, Mann, ey, es geht doch mal echt eure Eltern bumsen. Was stimmt nicht mit euch? Ist ja wie 1 und 1 Internet, Junge. Was ist los, Bro? Wie treibt man dich? Shitso 27, was geht ab, mein Bester? The real fire, Leo. Ja, man träumt echt immer vom Essen, wenn man fastet. Das ist sau schier, okay? Ja, aber ist doch geil. Also, ich freue mich so aufs Essen. Ich esse jetzt auch nur noch, ich esse morgens um 8, dann esse ich mittags um 12 und abends um 6 und das war's. Manchmal ein bisschen später, manchmal ein bisschen früher, aber so in dem Dreh. Also quasi so ein Intervallfasten. Weil die Verdauung einfach von morgens um 7 bis 15 Uhr am aktivsten ist. Deswegen sollte man abends nur noch was Leichtes essen, wie Volker hier sagt, eine Suppe. Ich esse mal eine Suppe, aber ich schmier mir noch ein bisschen, ich hab so Pumpernickel, das baller ich mir noch. Digga. Und ich freue mich jedes Mal so aufs Essen, Digga. Beste Leben. Weil vorher einfach auch dieses Intervallfasten so, dann weiß man, okay, du hast diese drei Mahlzeiten. Und kannst du nicht die ganze Zeit ohne Ende was reinballern, so. Das ist dann auch so, man freut sich mehr, also ich freue mich mehr drauf, so. Auf die Mahlzeiten. Bereite mir die nice zu, freue mich richtig drauf. Bam. Und genieße es richtig, das ist nice. Essen ist Beste. Todmutter auf alles. Also Leute. Wenn wir uns die ganze Zeit vollstopfen und dieses schlechte Essen essen und zu viel tierisches Eiweiß, dann greift das Notprogramm des Körpers und das bedeutet, dass er mit den Ausscheidungen und mit dem Entgiften nicht mehr hinterherkommt. Nicht wundern, Gigi zerreißt hier so ein Spielzeug. Hey, mein Bester! Da kommt der Körper nicht mehr hinterher mit der Entgiftung. Und weil dann eine Übersäuerung droht, ja, die gesundheitsbedrohlich ist, gibt es das Wort überhaupt? Muss der Körper eingreifen, denn eine zu hohe Säurelast in unserem Körper ist ein akutes Problem. Akut bedeutet, er muss unmittelbar etwas gegen diese bedrohliche Situation unternehmen. Unser Körper verfügt durchaus über Ventile und Kanäle, Säuren auf direktem Wege auszuscheiden. Das habe ich schon mal vorgelesen, ich wiederhole das nochmal. Die Lungen atmen einen Teil davon einfach ab, bla bla bla, die Nieren scheiden es aus, man geht kacken, puff, peng, hast du nicht gesehen. Aber er kann die überschüssigen Säuren nicht so schnell loswerden, wie es nötig wäre. Also kommt Plan B. Predator. Schön, dass du hier bist, Baby. Hier greift unser Organismus auf einen genialen... Achso, nee. Hier greift unser Organismus auf einen genialen Mechanismus zurück. Er kriegt die Säure nicht hinaus, also wandelt er sie um. Ich find das crazy so. Er kriegt das nicht raus, ne? Dann ist er auch noch mit, halt damit beschäftigt. Er wandelt das um, weil er es nicht rauskriegt und deponiert das irgendwo, wo es erstmal nicht so lebensbedrohlich ist. In den Gelenken, in der Arschritze, keine Ahnung wo, Alter.
Er wandelt den ganzen Bullshit einfach um und macht ihn auf diese Weise unschädlich. Über eine chemische Reaktion bindet er die Säure an einen im Körper vorrätigen, basenbildenden Mineralstoff wie etwa Calcium, Magnesium, Natrium oder Kalium und produziert auf diese Weise ein neutrales Salz. Er macht aus der Säure ein anderes Produkt. Damit ist das fürs Erste vom Tisch. Street Smart. 90. Welches Buch ist das? Wunderleicht Heilfasten, mein Bester. Ich darf das nicht in die Kamera zeigen, sonst kriege ich wieder Urheberrechtsverletzung. Und diese Salze werden auf Dauer zu einem chronischen Problem. Der Körper kann die Bedrohung nicht wegzaubern, sondern nur verändern. Und damit hat er sich ein bisschen Zeit verschafft. Deswegen kackt man irgendwann ab. Früher denkt man, man ist der Shit unbesiegbar, ich kann mir einen Scheiß reinpfeifen, aber irgendwann, da läutet die Glocke. Jetzt ist es soweit, Digga. Jetzt hast du Gicht. Oder was ist das? Haarausfall und so ein Scheiß kommt da auch her. Weil diese ganzen Moves, die er macht, entzieht er dem Körper auch die Mineralstoffe aus den Mineralstoffdepots. Seine Zähne werden schlecht, Haare fallen aus, die Eichel schrumpft, all solche Bolzen. So, die legendären Schlacken. Ich habe auch im letzten Stream irgendwie von Schlacken gesprochen und irgendjemand meinte, Schlacken, dem Mighty, den Begriff gibt's nicht. Ja, Bro. Jetzt stellen Sie sich vielleicht die Frage, warum die Salze ein chronisches Problem sind. Was tun sie denn in unserem Körper? Wo stören sie? Was ist los mit diesen Salzen? Diese Salze sind die berüchtigten Schlacken. Das ist ein umgangssprachlicher Begriff, um den inzwischen ein ganzer Mythos entstanden ist. Die legendären Schlacken. Also es ist ein Slang für dieses Abfall, für dieses neutrale Produkt, das durch die Übersäuerung entsteht. Eine Schlacke ist per Definition ein Sekundärprodukt, das bei chemischen Prozessen entstehen kann. Bla bla bla. Unser Körper kann ja unglaublich gut kompensieren. Ein paar abgelagerte Salze machen da noch nicht viel aus. Wir bemerken sie vorerst mal gar nicht. Doch wenn wir sie dann spüren, kann das gleich sehr schmerzhaft sein. Denn diese Salz- bzw. Schlackenablagerungen sind unter anderem für Gallen- und Nierenkoliken. Meiner Frau wurde zum Beispiel die Gallenblase entfernt, fällt mir gerade ein. Gichtanfälle oder Ischialgien, was auch immer das ist, es klingt auf jeden Fall nicht gut, verantwortlich. Allein in Deutschland werden jedes Jahr etwa 200.000 Gallenblasen operativ entfernt, wenn sich Gallensteine gebildet haben und zu Entzündungen oder Koliken führen. Ja, Prost Mahlzeit. Das Gleiche kann in den Nieren passieren. Ey Mann, ihr solltet Rapper werden. Aus sauren, harnpflichtigen Substanzen, die mit Mineralstoffen im Körper reagieren, können Nierensteine oder Nierengrieß entstehen. Aha. Aus sauren, harnpflichtigen Substanzen, die nicht rauskommen, die mit Mineralstoffen reagieren, entstehen diese Nierensteine. Okay, Gicht und hast du nicht gesehen? Schlacken lagern sich im Gewebe ab und verursachen dort schmerzhafte Gelenkentzündungen. Das habe ich zum Beispiel vorher gemerkt, dass ich hatte manchmal in der Hand so Schmerzen, bei meinem Daumen so im Gelenk, das ist komplett weg, das ist einfach weg. Ne? Metropol, irgendwas, klares 3-0 Mighty, safe sowieso. Das Thema haben wir aber langsam geklärt, oder? Bro. Wem sagst du das? Hier, bestellen. Was ist los mit euch? Geht's noch oder was? Serko76, ist McDonald's gesund? Du alter Spaßvogel, du. Kennst du nicht die Story von diesem Cheeseburger, Seko98? So ein Dude. Hat mal einen Mantel, ja, hat den in den Schrank gehängt, der hat ihm nicht gefallen oder was weiß ich, und der hing da einfach 20 Jahre.
Okay, nach 20 Jahren macht der Schrank auf, sieht diesen alten Mantel, denkt so, ah, dieser alte Mantel, Digga. Und guckt in Tasche und da ist ein Cheeseburger drin, okay? Ein 20 Jahre alter Cheeseburger. Digga, und der sieht einfach noch aus wie vorher. Okay, vielleicht ein bisschen vertrocknet so, aber kein Schimmel, nichts. Okay, wahrscheinlich hat er den noch verdrückt. Das bedeutet, Digga, das ist kein Lebensmittel. Lebensmittel schimmeln, die werden schlecht. Diese Burger sind so voll mit Zusatz- und Konservierungsstoffen und Chemie und die Nährstoffe sind da so rausgezogen, dass sie nicht mal schimmeln. Ja, das kann man nicht mal als Lebensmittel bezeichnen, Digga, weil das spendet kein Leben. Es ist einfach nur ein Füllstoff, der dein System belastet. Das war's. Aber seien wir mal ehrlich, der Double Cheeseburger, der ist schon eine Ladung Füllstoff wert, oder? Klar sind die meisten wegen Battle Rap hier, ich genauso. Aber Mighty, dass Mighty hier solche Themen aufbringt und Mehrwert schafft und Leute hilft, finde ich das genauso Unterhaltung nach meiner Meinung. Ja, danke dir, Bro. Weißt du, ich hab ja ein Ziel. Ich habe Träume, ich habe ein Ziel, Bruder, ich habe Träume. Ich habe Träume, ich habe Ziele und ich habe Werte und dieser Scheiß muss übereinstimmen, ja? Deswegen mache ich einfach, was ich will. Verstehst du? Und was ich will, ist, diese Knowledge zu teilen. Auch wenn es natürlich nicht so viele interessiert, aber es gibt Menschen, die es interessiert. Das weiß ich. Und für die mache ich das. Ne? Und ich weiß, ich tue was Gutes damit. Ja, ich teile diese Erfahrung aus erster Hand. Ich bringe euch diese Infos näher. Für jeden, der keinen Bock hat, sich ein Buch anzugucken oder den Arsch nicht hochkriegt, Digga, der muss einfach Mighty Stream anmachen und ich breche das hier in meinem Puffpang Hoodslang mal eben für euch runter. Okay, ja, ihr dürft mir später danken. Nein, ihr dürft mir jetzt danken, indem ihr mein gottverdammtes Shirt bestellt. Yes! Doritos schimmeln auch nicht. Ja, okay, es gibt auch ein paar Lebensmittel, die schimmeln natürlich nicht. Öl und so ein Zeug oder keine Ahnung, Bro. Aber Doritos, Tommy 58, Namen, das geht, klingt jetzt auch nicht so nahrhaft, oder? Paysim, Servus. Volker, hör auf dich zu beschweren. Ich verbinde das hier nicht mit Rap. Was meinst du damit? Das ist der Knowledge Stream. Okay? Hast du die Überschrift gelesen, Digga? Da. Der Knowledge Stream. Nicht der Battle Rap Stream. Der war gestern, okay? Wenn du Battle Rap gucken willst, Bro, dann guck dir Battle Rap Stream. Okay? Cynic auf Twitch, Merlin auf Twitch, Mighty auf Twitch. Wer kommt als nächstes? Ja, Bongtaggy wahrscheinlich. Der zockt dann Counter-Strike. Okay. So viel zu Battle Rap und Cheeseburgern. Also Leute. Gelenkverkalkungen sind auch das Resultat von diesen Abfallprodukten. Und meine Gelenkverkalkungen sind mies zurückgegangen, Digga. Okay? Ich habe schon das letzte Mal gesagt, ich kann meinen Kopf wieder komplett drehen. Weiter als sonst. Meine Zähne sind sogar heller geworden. Sind einfach heller geworden. Mein ganzes Maul fühlt sich voll sauber an. Mein Pimmel ist gewachsen. 5 cm. Nein. Das leider nicht. Aber wäre geil, oder? Auf jeden Fall. Doch selbst, wenn all dies für Sie erfreulicherweise kein Thema sein sollte, was es aber für euch ist, das weiß ich, ihr seid alle bestimmt die letzten Heckenpenner. Zahnstein haben sie vielleicht doch. Ja, selbst Zahnstein ist eine Schlacke. Zahnstein, crazy. Nämlich zu viel Säure im Mund, die mit Mineralstoffen im Speichel reagiert hat. Übersäuerung. Chronische Übersäuerung, Digga. Die sogenannte chronisch latente Azidose. Chronisch latente Azidose.
bei dem Ausdruck scheiße ich mir doch schon längst hier jetzt mal in die Hose. Chronisch latente Azidose. Ist längst auch in der Medizin bekannt. Unser kollektiver Lebensstil gleicht mittlerweile einer Autobahn, bei der wir in dieser chronisch latenten Azidose bleiben und der Körper immer mehr versalzt, immer mehr Schlacken ansammelt. Schaffen wir es jedoch, rechtzeitig und regelmäßig abzufahren, so wie der gute Maidi das getan hat, und über längere Lebensabschnitte hinweg im gut basenüberschüssigen Bereich zu bleiben, sind die Ergebnisse im Alter definitiv andere. Irgendwie siehst du echt gesünder aus, Bro. Danke, freut mich. Ja, Bro, ich habe noch viel Arbeit vor mir. Lass uns mal in 3 Monaten sprechen. Warte mal ab, wie ich in 3 Monaten aussehe, wenn meine Schulter heile ist, wenn ich wieder richtig Sport machen kann. Und dann warte mal ab nächsten Sommer, mein Dicker. The Rock kann einpacken. So. Metropol, Herr Darm. Ach, Bro, was ist dein Problem? Ach, was befasse ich mich überhaupt mit dir? Kevo 776, Servus Mighty, was geht ab, mein Bester? In 3 Monaten läuft der Grün an. Bro, ich bin kein Veganer, so, weißt du? Ich esse auch mal Fleisch und tierische Produkte, allerdings in Maßen. Und ich achte sehr auf die Qualität. So, weißt du, was ich meine? Das heben wir uns aber auch noch für einen anderen Stream auf, das wird sehr interessant. Ich werde mit Nidal über Veganismus reden, weil Nidal ist vegan. Und ich habe einen anderen Dude, ich habe einen anderen Kumpel, der hat ein Unternehmen gegründet, Ferment. Vertreibt da fermentierte Lebensmittel hauptsächlich, Kombucha, Miso, Paste, Puffpeng, hast du nicht gesehen. Der ist sehr bewandert und ein Anhänger der Paleo. Diät. Bin ich auch drauf gestoßen. Paleo-Diät umfasst auch tierische Produkte. In Maßen. Da kommt es eher darauf an, dass der ganze Scheiß halt ursprünglich und natürlich ist. Und gerade für mich mit einer Autoimmunerkrankung ist das sehr günstig. Nämlich die Paleo-AIP. Die Paleo-Autoimmun-Diät. Aber das ist was für einen anderen Stream. Okay, die berüchtigten 41 sind am Start. Geil, Alibaba und die 41 Knowledge Gangster. Nice. Okay, Leute, sogar Zahnstein, all dieser Schmutz. Wie gesagt, weißt du, ich gucke so, ich denke so, Alter, es ist mit meinen Zähnen. Okay, die sind immer noch gelb, ich muss noch zum Zahnarzt, zum Bleachen. Aber die sind definitiv einfach heller geworden. Verrückt. Es ist im Grunde nur eine Frage der Zeit, bis diese im Körper abgelagerten Salze... Nicht erschrecken, Baby. Ich werde manchmal ein bisschen laut, entschuldige. Oder eben Schlacken. Dann zu den klassischen zivilisatorischen Alterskrankheiten mit den damit verbundenen chronischen Schmerzbildern führen. Zivilisationskrankheiten. Ohne Gleichen. Digga, ich werde auf den... Egal. Zivilisationskrankheiten, das ist ein geiles Wort, um darauf zu reimen. Meine Strophen sind ohne Gleichen und rotten mehr Rapper aus als Zivilisationskrankheiten. Digga, Maidi wird paar Strophen schreiben ohne Gleichen und Rapper ausrotten wie Zivilisationskrankheiten. Ja. War das Rap genug für dich, voll kaputt? So. Jetzt kommt hier so eine Story. Das ist auch sehr interessant. Raubbau an unseren Mineralstoffen. Nun deponiert unser Körper einerseits die Salze an Stellen, an denen wir sie nicht haben wollen. Habe ich das letzte Mal auch schon vorgelesen? Ich finde das aber sehr interessant. Ich will es auch nochmal lesen. Aber bedenken Sie auch, dass die dafür erforderlichen Mineralstoffe ja irgendwo herkommen müssen. Unser Körper holt sie sich aus seinen in der Jugend angelegten Mineralstoffdepots wie Knochen, Zähne, Kopfhaut. Haarausfall, Osteoporose, behinderte Zähne, dreckige Haut,
eklige Fresse. All das kommt dabei raus, wenn man den ganzen Tag Bullshit frisst. Und man altert auch, wie so eine Missgeburt. Man altert einfach. Fasten ist so ein, damit dreht man die Zeit ein bisschen zurück. Ja? Damit dreht man die Zeit ein bisschen zurück und verhindert, dass man frühzeitig so ein grauhaariger Opa wird, Digga. Okay, das hatte ich aber schon. Also, der Körper entsäuert, ballert diese Salze da rein, betreibt Raubbau an unseren Mineralstoffen, bleibt ihm ja nichts anderes übrig und versucht so das Gleichgewicht wiederherzustellen, auf Kosten von unserem Wohlbefinden und unserem guten Aussehen. Versteht ihr? Deswegen sollte man sich fragen, ob das den doppelten Cheeseburger wert ist. Ich denke nicht. Jedenfalls nicht regelmäßig. Der Körper Kevo, hast du die Doku Game Changer gesehen? Nein, habe ich nicht. Notiere ich mir aber. Worum geht's da? Umreiß das mal kurz. Hier hat auch neulich einer geschrieben, kennst du das Buch Codex Humanus? Ist das richtig oder sowas? Humanus Codex? Das habe ich gegoogelt. Das scheint mega interessant zu sein, Digga. Ich weiß nicht, ob du jetzt hier bist. Aber falls ja, danke ich dir dafür. Das sind drei fette Bücher über alle möglichen Naturheilmethoden und Arzneimittel und hast du nicht gesehen. Ich habe diese Zusammenfassung gelesen und fand das mega interessant. Werde ich mir definitiv besorgen. Ich weiß nicht mehr, wer mir diesen Tipp gegeben hat, aber ich bedanke mich herzlich bei dir, mein Bester. Unbekannterweise. Ich habe Haarausfall und eine eklige Fresse. Ja, herzlichen Glückwunsch, Volker. Seit ich 16 bin. Oh, shit. Gesichtsmensch 95. Gesichtsmensch. Hast du es gehört? Gib mir ein. Yes. Hab gehört, wenn man während dem Fasten raucht, ist der komplette Effekt hinfällig. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wegen der Giftstoffe, die bei der Verbrennung entstehen. Hast du das auch berücksichtigt? Ja, habe ich. Safe. Ich habe nicht geraucht. Weil, also so, das konnte ich mir denken. Weil sonst ist der Körper ja damit beschäftigt, das er will ja entgiften und dann ballerst du Gift rein, dass er abbauen soll. So, ne? Das ist nicht so sexy. Wie heißen die Bücher? Kennst du Dieter Stoll? Nein, Bro. Wer ist das? Warte, ich google das nochmal kurz für dich. Habe ich das gesaved bei Amazon? Amazon ist echt krass, Mann. Habe ich das auf dem Wunschzettel oder habe ich das nicht drauf geschrieben, Digga? Wasabi-Mayonnaise, Siegernahrung, Ingwer, Thermounterwäsche, Thermoskanne, Moringa, Codex Humanus. Dritte Auflage. 100 Euro, drei fette Schinken. Wirklich, achtet mal. Codex Humanus. Es handelt sich bei diesem Angebot um die neuen bla bla. Erfahren Sie verheimlichte Studien sowie Insiderwissen zu den erfolgreichsten Naturheilsubstanzen aus allen Kontinenten und Kulturkreisen dieser Welt in drei Bänden. Knapp 3000 Seiten. Nutzen Sie diese von der Natur vorgesehene Kraft und schützen Sie sich und Ihre Familie. Erfahren Sie Fakten aus erster Hand und nutzen Sie die gesamte Power der Natur, um sämtliche Krankheiten heute und in Zukunft erfolgreich zu trotzen. Ganz ohne Chemiekeulen der Pharmaindustrie. Das erste Buch, das alle wichtigen Aspekte der traditionellen alternativen Medizin, traditionelle chinesische Medizin, Ayurveda, Indiomedizin und andere mit den modernen Errungenschaften der orthomolekularen Medizin, Biochemie und
Gerontologie kombiniert und unzensiert offenbart. Klingt das nicht sexy? Ich find's geil. Alle wichtigen Naturheilmittel aus allen Kontinenten, Kulturkreisen und Epochen dieser Welt, knapp 3000 Seiten, sabotierte und verheimlichte Studien zu sensationellen Erfolgen in der Prävention und Therapie aller erdenklichen Erkrankungen, von A wie Allergien, Alzheimer, Alterung, Arthritis, Arthrose, über B wie Bluthochdruck, D wie Diabetes, Demenz, Depression, H sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, K wie Krebs, N wie Migräne, Ü wie Übergewicht, bis hin zu Z wie Zirrhose, ist alles lose, ich habe einen Ständer in der Hose. Finden darin alle Gebrechen und Krankheiten ihren potenten Wirkstoff. Wird Zeit, dass ihr euch dieses Werk mal ins Gehirn kloppt. Pius! Ganz nebenwirkungsfrei, übersichtlich. Puff, Peng, hast du nicht gesehen. Ey, werde ich mir definitiv anschaffen. Vielen Dank nochmal für diesen Tipp. Von wem auch immer er kam. So, Wolf-Dieter Stoll befasst sich schon lange mit sowas, bespreche sowas aber lieber privat. Och, Volkerlein. Na gut. Wir sind doch hier, ne, sind wir nicht. Ich wollte gerade sagen, wir sind in der Familie, ich wollte gerade sagen, wir sind in der familiären Atmosphäre, sind wir aber nicht. Also ja, wenn du das lieber privat besprechen willst, respektiere ich das. Game Changer, schau es dir an, da geht es um Fleisch und vegane Ernährung. Ich kann es schlecht erklären gerade, aber für mich als Fleischliebhaber kann ich nur sagen, das war wirklich ein Game Changer. Es geht nicht um Schlachtung und so, du musst es dir reinziehen. Netflix Game Changer hat bei jedem, den ich kenne, Eindruck hinterlassen. Ah ja, irgendwas klingelt, Game Changer. Wird notiert, mein Bester, ich danke dir für den Tipp. Kommt in meine Liste unter Bildung oder Freizeit? Nee, Bildung. Ja, Bildung in der Freizeit. Vielleicht mache ich noch so eine Kreuzliste davon. Game Changer. Game Changer und Wolf-Dieter Stoll kommt unter Menschen. Lernen, 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 Beste. Get on my chopper. What's poppin', man? Get on my chopper. Get him a doctor. Der Film auf Netflix ist nichts als Verarsche, kombiniert mit Werbung. Okay, mein Bester, ich werde mir mal selber eine Meinung bilden, wenn du mir gestattest. Kiba 12, 13.100, Junge, es ist Mighty, Digga, darauf kannst du einen lassen. Wer denn sonst? Santa Claus oder was? Okay. Ist Ihr Stoffwechsel in Balance? Unser Stoffwechsel stellt eine dynamische Energie- und Stoffbilanz dar. Der Begriff Bilanz drückt es schon aus. Diese muss in Balance, also im Gleichgewicht bleiben. Alles, was wir uns zuführen, also in unsere Körper aufnehmen, müssen wir in irgendeiner Form in Energie umsetzen oder wieder ausscheiden. Und zwar wirklich alles zu 100%. In dem Moment, in dem unser Körper damit anfängt, Stoffwechselprodukte irgendwo zu speichern, also ein- und abzulagern, beginnt bereits ein Ungleichgewicht. Soll ich das nochmal wiederholen? Das ist mir aufgefallen, wie sehr ich vorher im Ungleichgewicht war. Und ich schätze mal, jeder von euch ist im Ungleichgewicht. Ich bin wahrscheinlich jetzt auch schon wieder im Ungleichgewicht so. Ne? Wenn man da nicht penibel drauf achtet. Aber mit regelmäßigen auf seine Ernährung achten, was man seinem Körper zuführt und wann und wie viel. Und mit diesen Fasten-Resets hat man gute Chancen, ein gutes Gleichgewicht zu halten. Aber vorher, Digga, war ich einfach so zerrissen und kaputt gebombt, dass wirklich dieser Unterschied so gravierend war, dass ich gar nicht mehr klargekommen bin, Digga.
Die eben erklärte Versalzung der Gewebe, Organe und Gelenke ist dabei nur ein, wenn auch ein wesentlicher Teil dieser Problematik. Denn da gibt es noch andere Schlacken, zum Beispiel unseren eigenen Zellmüll. Defekte oder überalterte Zellen, die sich als Eiweißlast in den Geweben anhäufen oder auch komplexe Stoffwechselprodukte und bla bla bla. All dies kann sich mit zunehmendem Alter im Gewebe anreichern und den biologischen Stoff- und Gasaustausch erheblich behindern. Das passiert einfach zwangsweise, wenn wir uns in unserer gewohnten Manier westlich aus dem Supermarkt ernähren. Und genauso wie ein Auto regelmäßige Wartung, Pflege, Ölwechsel etc. pp. Braucht, um störungsfrei zu funktionieren, benötigt auch unser Körper ab und zu eine Generalüberholung. Das finde ich ein sehr guter Vergleich. Um das biologische Rad der Zeit wieder ein Stück weit zurückzudrehen. Oder noch besser, man lässt es gar nicht so weit kommen und legt sich rechtzeitig eine passende Lebens- und Gesundheitsroutine zu. Ja, jeder von euch, der ein Auto hat, Mann, ihr fahrt das Ding doch auch nicht zu, ihr pisst doch nicht in den Tank und macht jahrelang keinen Ölwechsel, wisst ihr, was ich meine? Und eiert damit durch die Straße und fahrt überall gegen und wascht es nie und so und erwartet dann, dass es immer einwandfrei funktioniert und in einem guten Zustand ist, oder? Warum machen wir das also mit unseren Körpern so? Warum misshandeln wir unsere Körper so, obwohl es eigentlich nichts Wichtigeres gibt, als weil es die Grundlage für unser Wohlbefinden ist, unsere Gesundheit, für gutes, positives Lebensgefühl so. Das ist eigentlich unbegreiflich. Naja, man muss sich dieser Tatsache erstmal bewusst werden. So. Man muss sich darüber erstmal klar werden. Und dann muss man diese Erfahrung mal machen, so wie ich. Und dann klingelt's. Bro, wann ist dein nächster Abstecher zu Burger King? Ich denke, ich werde nächsten Montag einen Burger essen. Aber kein Burger King. Vielleicht mache ich mir auch selber einen Burger. Seht ihr, ich bin ehrlich. So, ich denke, das ist das Wichtigste, ne? Dass man ehrlich zu sich selbst ist. So. Und im Zuge dessen bin ich auch gleich ehrlich immer zum Rest der Welt. So. Ich habe das auch schon, glaube ich, im letzten Stream gesagt, auch wenn mir klar geworden ist, wie schädlich so dieser Lifestyle ist, den, ich sage mal wir, ich share uns mal alle über einen Kamm, die 50 Leute, bin ich so aufgewachsen, es ist einfach ein Teil von meinem Leben, diese Industrienahrung, eine Pizza reinballern, Döner, Weißmehl und Zucker und dieser ganze Dreck. Von vielem habe ich mich schon entfernt, wie zum Beispiel Weißmehl, industrieller Zucker und Milch und sowas. Aber ein paar Dinge bleiben einfach noch, an denen, die machen mich einfach glücklich so. Ich kann es und will es nicht leugnen so. Dass ich, einen Hang zur Sünde habe, zu sündigen, wenn man es denn so nennen will so. Ich liebe es mal, einen Burger zu essen oder englisches Frühstück, da stehe ich drauf. Ein fettes englisches Frühstück mit Bohnen mache ich mir das. Rührei mit diesen Pfefferonen, Nürnberger Bratwürstchen, Barbecue-Soße, Toast, frisch gepresster Orangensaft. Und auch das kann ich versuchen, dann so gesund wie möglich zu gestalten, indem ich Bio-Würste kaufe und Bio-Eier und Bio-Bohnen und bla bla. Ne? Dennoch ist es nicht gesund, aber ich gönne mir sowas hin und wieder. Ich bin sogar jetzt so weit, dass ich sage, einmal die Woche, so habe ich so mäßig einen Ruhetag. Ich habe eine sehr volle Woche, ich gebe sehr viel Gas so. Da würde das auch nicht funktionieren, wenn ich mich ungesund ernähre. Das würde mir die Energie rauben so. Deswegen ernähre ich mich
sechs Tage in der Woche lang achte ich darauf, wirklich mich gesund zu ernähren, nicht zu viel zu essen. Und dann, wenn ich den Tag lang den Hängerich mache, Alter, dann gönne ich mir was. Dann gehe ich hier zu Dojum zum Grill, Alter, und hol mir, die machen einen brutalen Chili Cheeseburger, so. Ja. Ja. Ist bestimmt kein Biofleisch, ist Gluten im Brötchen, aber scheiß der Hund drauf. Wisst ihr, habe ich es heute schon mal gesagt, der Körper gewöhnt sich ja an die Regel, nicht die Ausnahme. Einmal in der Woche ist wahrscheinlich schon zu viel. Aber ich mache es lieber so, bevor ich durchdrehe. Ja. Am Anfang habe ich gesagt, okay, einmal im Monat baller ich mir sowas. Aber ich habe festgestellt, ich liebe Essen so, ich liebe Essen. Auch dieses gesunde Essen, was ich jetzt esse. Ich mache mir morgens so einen Haferbrei, so Porridge-mäßig, so mit glutenfreien Haferflocken und so einem Spezialmüsli mit so Kakao und Kokos, baller ich zusammen und dann mache ich da Obst mit rein, Digga, und Schuss Ahornsirup und Mandelmus und bam, Digga, blub, 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 hast du dich gesehen, Digga? Oh, wie geil! Und heute Mittag habe ich mir Reis gemacht. Naturreis, Bio-Naturreis mit. Ich hatte nicht viel Zeit. Eigentlich will ich immer frisch kochen, aber manchmal habe ich keine Zeit. Da gibt es von Froster so Tiefkühlgemüse, so eine Mischung. Ist auch kein Bio, denke ich. Ist aber frei von künstlichen Zusatzstoffen und Farb- und Aromastoffen. Schmeckt nice. Ist eine gute, gibt es verschiedene zu so Gemüsepfannen. Heute hatte ich so rote Beete, Süßkartoffeln, Brechbohnen und das ist geil, Alter. Habe ich mir in die Pfanne geballert. Bisschen Kokosmilch abgelöscht auf den Reis. Digga, und dann, wenn ich auch diese Zeiten einhalte: 8 Uhr morgens, bam. 12 Uhr mittags, bam. 18 Uhr Abendessen, bam. Dann freue ich mich immer schon richtig aufs Essen. Ich freue mich so aufs Essen. Und dann setze ich mich hin, weil ich auch übers Fasten das Essen unheimlich mehr zu schätzen gelernt habe. So. Essen. Wie viel Essen um mich rum ist. Ich sitze da und ich sage danke. Ich rieche erstmal dreimal dran. Da beginnt schon die Verdauung, wenn du an deinem Essen riechst. Da läuft schon das Wasser im Mund zusammen, Digga. Der Magen bereitet sich schon drauf vor. Jetzt geht's los! Und dann baller ich mir diesen Teller rein, kaue richtig gut. Und es ist einfach geil. Wie geil, Mann! Ich schwöre, ich danke Gott jeden Tag in welch über wie gut es mir geht. Es geht mir einfach zu gut. Ich habe alles, was ich brauche. Ich hab so viel, ich lebe in einem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Es gibt Nahrungsmittel im Überfluss. Das Leben ist zu gut. Okay, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ach ja, und heute Abend habe ich Zucchini-Suppe, habe ich mir gekocht. Eine Zucchini-Suppe ist auch basisch. Mit drei Scheiben Pumpernickel. Pumpernickel ist eine Brotspezialität, ein Schwarzbrot, wird 18 Stunden gebacken. Bio, aus Roggen, Vollkorn, Schrot oder Mehl, glutenfrei, denke ich. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr bekömmliches Brot. Und dann habe ich mir mal gegönnt, Bio-Fleischsalat und Bio-Heringsalat und Bio-Ziegenkäse mit Bio-Lamm-Salami obendrauf. Digga, leck mich am Arsch. Mann, kriege ich Kohldampf, wenn ich darüber nachdenke. Aber einfach viel Tee saufen, dann geht das schon. Dann kriegt man auch nicht so viel Hunger. So viel Hunger, so viel Hunger. Die meiste Zeit, wenn wir Hunger haben, oft ist es auch einfach Durst, was fehlinterpretiert wird von uns als Hunger. Ihr müsst immer einfach mehr saufen, Digga. Dann fresst ihr auch nicht so viel.
Auf jeden Fall, ich bin mies abgeschweift. Ich glaube, die Frage war, wann ich das nächste Mal zu Burger King gehe. Bro, das dauert eine Weile. Wenn ich zu Burger King gehe, dann hau ich da richtig einen raus. Dann bestelle ich mir 50 Burger und alle möglichen Beilagen und drehe richtig durch. Ich glaube, das mache ich vor meiner nächsten Heilfastenkur im Frühling. Dann mache ich das. Ich glaube, dann gehe ich mal zu Burger King. Vorher koche ich mir einfach Sachen, die jetzt nicht so gesund sind, selbst. Oder ich gehe mal in einen vernünftigen Burgerladen. Ja. Aber um das abzukürzen, demnächst nicht, mein Bester. Und montags gönne ich mir was Ungesundes, aber versuche es trotzdem so gesund wie möglich zu halten. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe das schon gemacht. Ich habe zum Beispiel, es ist auch so, dass nach diesem Fasten, wenn du dann wieder anfängst zu essen, das ist ja dann so ein Aufbauprogramm. Ich habe eigentlich auch noch dieses Aufbauprogramm und ich orientiere mich auch daran. Ich habe aber gemerkt, dass viele Dinge, die dort verarbeitet werden, viele Zutaten, ich vertrage die nicht so irgendwie. Das steht da auch, dass nach dem Fasten dein Magen und dein Darm dir deutlichere Signale senden wird, was er denn verträgt und was nicht. Und den einen Tag habe ich solche Gemüsebratlinge gemacht mit Linsen. Habe ich nicht gut vertragen, Digga. Haben okay geschmeckt, war okay, aber ich habe die nicht vertragen, ich habe mich nicht gut gefühlt. Und abends bin ich einfach durchgedreht so. Ich hatte so einen Hunger. Digga, ich hab mir einfach einen Chili Cheeseburger bestellt so. Nachts auch noch um eins so. Eigentlich total behindert. Aber ich habe mir den geballert. Und es war gut. Es war gut. Ich hatte auch kein Dünnschiss oder dies, das. Es war nice. Ich habe auch was anderes gemacht. Ah, fuck. Ich komme da noch drauf zu sprechen. Ist ein bisschen unangenehm, das Thema, das anzusprechen. Aber ich werde es später noch ansprechen. Auf jeden Fall. Ich war noch nie ein Heiliger. Ich denke, ich werde auch keiner werden. Aber ich werde grob die richtige Richtung einschlagen, so. Safe. Ja. Das werde ich tun. Was soll ich meinen? Okay. Ernährung ist Nebensache. Leute werden fett und krank, weil sie sich kaum bewegen. Nein. Da kann ich nicht mit dir übereinstimmen, Gerdon, mein Schaber. Sport ist wichtig, safe. Aber die Ernährung, Digga, spielt eine ganz fundamentale und grundlegende Rolle. Anscheinend hast du nicht zugehört. Zieh dir mal den letzten Stream rein. Baked Beans mit Toast und Bacon. Wenn ich funktionieren muss, ab morgens um 6 gibt es bei mir nichts Besseres als Haferschleim. Absolutes Powerfrühstück. Klingt gut. Seko, klingt echt gut, Mann. Mai, bist du dünner geworden? Safe bin ich dünner geworden. Ich habe 7, 8 Kilo abgenommen. Das Geile ist ja, dass nur der ganze Bullshit abgebaut wird. Dass irgendwie, also ich bin zurzeit sehr dünn, ne? Ich muss erstmal wieder aufbauen. Aber wie willst du aufbauen, wenn du voll mit Bullshit bist, so, ne? Wie willst du dann aufbauen? Das Gute ist, dass der Körper nicht die Muskeln abbaut, sondern nur diesen ganzen Bullshit. Meine Muskeln habe ich behalten. Die kommen jetzt einfach mehr raus. Und ich kann mich einfach auch viel besser bewegen, weil das ganze Gluten weggeputzt wurde aus den Faszien und so, weißt du? Ah! Also ich habe mies abgenommen, aber es ist auch gut so. Dass vom Fasten die Muskeln weggehen, ist ein Mythos. Der Körper baut nur Eiweiß ab, was nicht lebensnotwendig ist. Und die Muskeln erachtet er als lebensnotwendig. Ja, das beginnt, sonst würde er ja auch die Organe oder sowas abbauen. Und das beginnt wirklich erst, wenn du hungerst.
wenn du verhungerst quasi, also wenn du, wenn das zu weit geht, dann baut er Sachen ab, die lebensnotwendig sind und du stirbst irgendwann. Esst du mal, was geht? Omega-3, ja, das ist auch so ein Thema, dieses Fischöl. Ich habe mal gehört, das ist nicht gut. Dann habe ich gehört, es ist sehr gut. Es ist, weiß ich auch nicht. Aber egal, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ich baller mir Weißwein, ist auch basisch. Das weiß ich nicht. Shadow oder irgendwas. Kann sein. Leider ist Alkohol generell schädlich. Es ist einfach schädlich. Alkohol. Pfui, Gigi. Lass die Kissen heile, Bro. Leider schädigt Alkohol einfach den kompletten Körper. Und ein Glas Rotwein am Tag ist auch nicht gesund. Das ist auch ein Mythos. So. Es schadet einfach nur. Aber wie gesagt, ich bin kein Heiliger. Ich werde auch mal wieder ein Glas Wein trinken. Oder eine Pulle Jack Daniels. Von daher gönn dir, Bro. Prost, wohlbekommst. Digga, schön zu sehen, dass du jetzt mal mehr von deiner Persönlichkeit zeigst. Ja, aber ich zeig besser nicht zu viel, sonst kriegt ihr alle noch Angst. Die ersten paar Streams kamen mir nicht so echt rüber. No front, nicer Stream, Digga. Ja, was soll ich dir sagen, Digga? Man muss ja auch erstmal hier reinwachsen. Ich glaube, das Ding ist, das habe ich auch gestern gemerkt. Weißt du, wenn ich streame, dann will ich einfach machen, was ich will und nicht irgendwie. Und nicht so denken, oh, mache ich das jetzt richtig oder gefällt es den Leuten? Ich will einfach machen, was ich will. So, bumm, ich denke, dann fühle ich mich auch am besten und dann kommt es auch am besten rüber, so, ne? Als wenn ich versuche, es den Leuten jetzt irgendwie recht zu machen, so. Anstatt dass ich ein Interview führe und das irgendwie so skripte und bla, quatsche ich einfach mit den Leuten, wenn ich Gäste habe. Ich quatsche einfach mit denen, habe ein paar Stichpunkte und rede mit denen, wie ich normal auch mit denen reden würde. So fragen die, was mich interessiert, mäßig ein auf denen so. Bei Battle gegen Notice würdest du die heftigsten Lebensmittelbars abbekommen. Ja, safe. Bestimmt nicht nur die, Digga. Kannst du dir das ansehen? Die drei Sterne meinst du? Grades 22? Torpedo Willi, Ernährung ist das Allerwichtigste überhaupt. Halleluja, safe. Was Heiliger, Bitch, jetzt ist Mighty da, dein Peiniger. Ja, Mann, Peiniger. Der Punisher. Heißt der irgendwie sowas? Heißt es nicht so? Klingt auf Deutsch ein bisschen schräg, der Peiniger. Was für eine Pein, weil das keiner benutzt, dieses Wort. Es ist eine Pein. Das ist ja wie aus dem Mittelalter. Junge, es ist Spetsnaz, Paruski Blät, Etaprikas. Verdammt, was geht denn ab? Dieser Mann, er hat's gerafft. Ich danke dir für den Sub. Shadow de irgendwas. Ernährung, Bewegung, Schlaf. Sehr gut. Unterschreibe ich. MC Goyner, schön, dass du hier bist, mein Baby. Ich hoffe, dir geht's gut. Hab letzte Woche zweimal 30 Stunden nur Wasser zu mir genommen und hat mir sehr gut getan. Respekt und Anerkennung, mein Bester. Das freut mich zu hören, Alter. Schön, dass es vorangeht. Ich lade dich bald wieder ein, dann bequatschen wir mal unsere Fortschritte, ja? Zeig mal deinen Hund. Dafür müsste ich jetzt hier die Kamera rumdrehen, Bro. Mach ich nicht. Du musst sie einstellen. Puffpeng. Scheinst aber nicht wirklich konsequent zu sein. Nein. Nein. Mit der Ernährung. Nein, bin ich nicht. Habe ich ja eben alles gerade dargelegt. Warum und weshalb. Und wie ich das mache. Falls du es verpasst hast. Junge, es ist Youngboy Sparta. Verdammt, was geht denn ab? Dieser Mann, er hat's gerafft. Ich danke dir für den Sub. Mighty, dieser Mann, ja, die Macht. Duf, 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 duf. Es geht in den Kampf und ich zieh in den Kampf und in die Schlacht. Mann, was geht dir ab? Die Transe wird geklatscht. Gib mir verdammt nochmal den Sub. Immer wenn ich in dem finsteren Tal bin, fühle ich mich dem Himmel so nah. Das hat Gott so gewollt. Amen. All das hat Gott so gewollt. Keiner
Erfolg ohne Versagen. Immer wenn ich in dem finsteren Tal bin, fühle ich mich dem Himmel so nah. Das hat Gott so gewollt, Amen. All das hat Gott so gewollt. Ich bin stolz auf meinen Namen. Ich bin dankbar, dass mir Gott die Kraft gab und ich es raus aus diesem Loch geschafft hab. Schon seit paar Jahren keine Post von Amjad. Nein, ich tu das, was für mich Gott gemacht hat. Selbst wenn ich beide Arme verliere auf einen Schlag, bin ich dennoch dankbar, dass ich meine Beine hab. Glaub mir, ich schätze all die kostbare Zeit, aber wenn ich morgen drauf geh, dann soll es so sein.